Hey Leute, willkommen zu einer Folge vom Auto Truck Simulator 2 zusammen mit Jan, der hier direkt neben mir steht. Hi! Hi! Hier sind ganz, ganz viele andere Leute, also nicht wundern. Es ist echt gerade richtig viel los hier, da, ne, nur dass ihr Bescheid wisst, wenn hier mal ein paar durch mich durchfahren und man dann nichts mehr sieht. Dieser tolle Mercedes, dieser schwarze gehört mir und der weiße gehört Jan. Und wir fahren jetzt mal hier, wir stehen hier in Dortmund und fahren jetzt mal hier nach Hannover. Eigentlich wollten wir das immer so machen, dass wir jede Folge ein Thema ansprechen, über ein Thema diskutieren, was weiß ich. Aber da es ja die erste Folge ist, wollten wir jetzt in dieser Folge noch kein Thema uns selber ausdenken, sondern ihr sollt das natürlich machen. Entweder bei mir oder bei Jan unten in die Kommentare. Ein paar Themen zum Diskutieren, was euch interessiert. Nicht unbedingt immer nur Fußball, also wir würden uns echt super freuen, wenn es andere Fragen wie Fußball sind. Das wäre mega, mega geil. Und ja, wie ihr es vielleicht schon gerade gehört habt, wir nehmen aus beiden Sichten auf. Also einmal auf meinem Kanal und einmal auf Jans Kanal. Könnt ihr überall mal vorbeischauen und das aus beiden Perspektiven quasi sehen. Und du fährst schon los, deswegen fahre ich einfach mal hinterher. Ja, schon mal los. Jetzt muss mir mein Ziel noch markieren. Ich fahre heute Schwerlasttransport heute in der Folge. Ja, erste Folge direkt krass anfangen. Oh Gott, ich habe mein Licht schon wieder. Das ist so ätzend. So ist es doch Fernlicht. Jetzt habe ich einfach Fernlicht an. Ich verstehe das nicht. Der Server will, dass ich Licht anmache, obwohl ich schon Licht anhab. Das ist richtig ätzend. Du beabsichtigst einen Schwertransport zu übernehmen. Wirf einen Blick auf die momentane Ausführung dieses LKWs, um sicher zu sein, dass er diese Aufgabe bewältigt. Das macht er schon, ne? Ich hab, glaube ich, den billigsten LKW, den man so haben kann, mal den teuersten, aber ich schaff das. Ja, also ey, Leute, hab ich schon wieder, ey, was ist das? Ich hab grad, boah, dieses Game, ey. Was? Ich hab dieses Force Feedback gerade ausgestellt, das habe ich wieder ins Spiel rein. Ich muss das jedes Mal, wenn ich auf diese Karte gehe, ich gehe mir immer mal auf echt, das Ding. Echt jetzt? Das ist bei mir nicht. Das ist ja so behindert. Das ist bei mir nicht. Na, komisch, dass es bei dir ist. Auf jeden Fall ganz bisschen, aber nicht wundern. Also wir haben natürlich jetzt beide ein Lenkrad, beides gleich. Hä? Jan hat es zwar erst seit ein paar Tagen, zwei, drei Tagen. Also ist er ja noch nicht so krass damit eingefahren. Aber mein Bauer-Truck ist ja ein bisschen chilliger alles. Also nicht wundern, die jetzt bei mir zugucken. Ich habe ein bisschen viel Geld und ein bisschen viel Level. Das liegt daran, dass ich nicht so viel gespielt habe. Das liegt daran, dass damals, als wir mit Jan das einmal streamen wollten, hatte ich noch gar nichts in dem Spiel. Habe mir das neu gekauft und hatte noch gar nichts. Und dann dachte ich, hey komm, ich brauche irgendwas. Und bevor ich mir da jetzt irgendwie mit so einem Krüppel-LKW rumfahre, habe ich da ein bisschen Geld zufällig bekommen. Durch nette Cheats. Wo bist du? Alter. They have been kicked. No enable headlights. Why? Ja, du hast kein Licht an. Das ist bei mir auch so. Ich hab irgendwie Licht an, aber muss noch eine. Alter, die hatten gerade einen richtigen Crash. Ich hab nicht mehr Licht an meinem LKW. Ich hab keine Headlights. Was ist jetzt? Alter, ich wurde einfach gekickt. Ja, da musst du nochmal joinen. Die konnten. Boah, was ist hier denn los? Ich bin jetzt aber immer noch auf dieser Map. Hä? Ja, du bist jetzt offline. Der hat dich automatisch, wenn du gekickt wirst, bist du automatisch in Offline-Modus versetzt. Jetzt muss ich meine Aufnahme neu starten, oder wie? Oh, ja, du musst ja nicht neu starten, die Aufnahme. Du musst. Ja, aber ich muss ja mal mit dem Game ausschalten, einmal neu starten, alles. Ja, ja. Ja, und da unterbricht die Action auch noch echt? Automatisch. Ja, dann ja. So, ich warte hier aber auf dich, ne? Oh, für das Feedback. Ey, hier sind so viele Leute. Was ein Arschloch! Was ein Arschloch! Er ist extra in mich reingefahren und ich bin umgefallen dadurch. Ah, das ist sogar noch aktiviert, dass ich das markiert habe. Krass. Oh mein Gott, ist die. Alter, nee. Position in Q83. Das ist gerade nicht passiert, oder? Ich muss den rufen. Der hat mich einfach voll mit Absicht gerammt. Okay, lass mal doch den Server wechseln. Bin. Oh, warte. Nee. Jetzt bin ich nur noch Position in Q5. Er war 4200, ist aber viel zu viel. Und die sind auch nicht cool drauf, wenn die mich einfach rammen. Leute, meine Fracht ist dadurch jetzt kaputt gegangen, so ein bisschen.
So ein Rotz. Die hupen auch die ganze Zeit. Reg mich nicht auf, Mann! Ist halt echt so, die hupen die ganze Zeit. Das ich hab's gleich aus. Ja, aber ich weiß auch gar nicht. Wie gesagt, ich hab nicht mehr Licht. Soll ich hier mit Fernlicht fahren? Oder? Ich fahr auch mit Fernlicht. Ich meine, abgesehen davon, dass sie mich hier die ganze Zeit rammen, so verrückte Spasten. Ist bei mir halt auch so. So, ich nehme wieder auf. 3 zu 1. So. Bin auch wieder da. Oh, Feststellbremse. So, wo bist du gerade? Ja, jetzt bei der Werkstatt wieder. Ich fahr jetzt von der Werkstatt weg, weil der hat mich ja gerade gerammt. Okay. Wer das nicht gesehen hat, weil, ne, so auf meinem Kanal könntet ihr es gerade sehen, der hat mich übelst weggerammt einfach. So lächerlich. Leute, wir spielen gerade mit, ungelogen, 4200 Leute sind auf diesem Server, wo wir gerade drauf sind. Und ihr könnt auf jeden Fall auch bei Mike mal rüber. Alter, der... Ja! Alter. Was war das? Du Hurensohn. Alter, was war das? Der... Wie du rumgeschrien hast, Junge. Ja, weil ich mich aufgeregt... Was sind das für Hurensöhne? Ganz ehrlich, was sind das für... Ja, bei mir auch. Ich bin halt dadurch umgekippt. Ich zum Glück nicht. Ich habe aber jetzt irgendwie 10% Schaden bekommen. Der ist angerauscht gekommen mit was ich, wie viel km/h. Ja, wir halten uns auch nicht immer an die Geschwindigkeitsregelung oder so. Das ist ja nichts Schlimmes. Aber er ist extra... Ja, bei mir auch. ...von seiner Spur auf mich rübergefahren. Und dann lässt er sich abschleppen und teleportiert sich zur Werkstatt. Das macht er, weißt du? Direkt weg. Alter. Das war bei mir gerade auch so. Deine Nachbarn werden sich freuen jetzt wahrscheinlich. Ja, das ist halt... Es war bei mir genau dasselbe gerade. Ich muss erstmal 63 Kilometer zu meinem Ding fahren. Fast, als ob. Ja, dann ist ultra weit außerhalb von Dortmund. Aber es gehört... zu Dortmund noch dazu. Angeblich. So, hoffentlich werde ich jetzt nicht gekickt. Also die wollen auf jeden Fall, der Server will, dass man mit Fernlicht fährt, keine Ahnung. Ja, bei mir das auch. Das blendet scheinbar nicht. Ja, das blendet halt einfach wirklich nicht. Voll behindert. So. Leute, einmal kurz einen Schock und aufgeregt. Jetzt geht's los, ey. Da, wirklich, ohne Witz, das hat gerade alles bei mir ausgelöst und ich bin jetzt so am Schwitzen. Boah. Ich hab, wie gesagt, ich hab Facecam an, ja Leute, ihr habt's gesehen, Junge. Alter. Boah, ich bin so darauf gespannt, was mit. Aber bei mir hat er halt genau das auch gemacht. Boah, einfach 122, 123, Leute, es geht richtig los. Und das ist 60. Wieso ist auf dieser Straße nur 60 km/h erlaubt? Junge, wenn der jetzt nicht reinfährt. Ja, schneller, doppelt so schnell. Also ich will keinen Unfall bauen oder so. Hier, Need for Speed, die Leitplanke wird mitgenommen. Also ich nicht, sondern der gerade an mir vorbeigefahren ist. Yes. Junge, die auf dem Server sind alle crazy, Alter, was ist denn hier los? Jo. Wie gesagt, also Leute, unbedingt alles reinschreiben. Also ihr merkt, wir haben Spaß. Also wir kriegen das auch so hin, aber wenn ihr Themen habt oder so, über die wir reden können, dann gerne reinschreiben. Übrigens dadurch, dass ich so einen ultra geil schnellen LKW habe, bin ich jetzt schon fast bei meiner Verladestelle. Ja, ich komme dir so ein bisschen, ich fahre ein bisschen dahin, wo du bist. Das hier meine. Bitte fahr nicht in mich rein, oh Gott! Also Leute, ihr müsst... Ich habe mein Mikrofon rausgezogen, mein Kopfhörer. Was machst du denn? Ich hab mich so erschrocken. Hilfe, ich kipp gleich um. Was machst du denn? Warte. Hey! Oh Gott! Tut mir leid. Tut mir leid. Leute, also ihr müsst das unbedingt aus beiden Sichten abchecken. Also ihr müsst unbedingt bei mir und bei Jan vorbeigucken. Ihr könnt das auch so machen, wenn ihr auf dem PC seid oder sogar zwei Handys oder so Tablets oder so habt. Dann könnt ihr halt einfach auf beiden das öffnen und halt bei einem den Sound dann eben schließen oder leise stellen. Und dann habt ihr einfach aus beiden Sichten das. Also das müsst ihr auf jeden Fall machen, weil... Oh Gott, was hier schon wieder abgeht bisher. Also ich will eigentlich bei Unfällen nicht schuld sein. Ich versuche mich vielleicht sogar wirklich an die Tempolimits zu halten. Zumindest wenn ich jetzt nicht selber von anderen weggerammt werde. Aber selbst auf dieser Zufahrtsstraße, wo es nur zu diesem einen Ding gibt, ist hier schon mir so viel entgegengekommen. Wie gesagt, Leute, 4200 Leute fahren hier durch Europa. Und es ist
glaube ich, gerade im bist Raum du da Dortmund vorhin, echt viel wenn los. Du von Dortmund raus bist, bist du links oder rechts gefahren? Ja. Ich weiß, dass du auf dieser Straße warst, aber dann weiß ich nicht mehr weiter. Ich glaube nach rechts. Nach rechts. Also manche fahren halt echt normal, aber was waren das gerade? Das sind zwei, drei Leute einfach in uns jetzt einfach reingefahren. Manche machen das halt annehmen, mit Absicht. Fortfahren. Ich bin kicked vom Server. Ist das. Was? Was denn? Ich wurde gekickt vom Server. Alter. Ist es deren Ernst? Funktioniert ja gut bisher. Hä, warum das denn jetzt? Weil ich. Also, mir wurde gesagt, man kann jetzt auch im Multiplayer Schwerlasttransport fahren. Ah, man kann das anscheinend nicht. Ja, man kann es nicht. Wow. Alter, Mann. Okay. Da kann man diese Aufträge auch abbrechen. Ja. Ich muss aber jetzt auf jeden Fall meine Aufnahme wieder unterbrechen und den Server neu joinen. Bis gleich. Aber was soll ich jetzt machen? Ich breche meinen Auftrag ab, komm. Das ist jetzt eh kacke. So, also ich werde gucken, also du hast jetzt, also ich nehme mir gleich einen Auftrag von dem Ding, wo ich gerade bin. Also ja. Ich habe keine Ahnung, warum mein scheiß Frachtmarkt nie funktioniert. Ich habe jetzt gerade heute schon 10-mal neu gestartet, aber es hat noch nie funktioniert, der Frachtmarkt. Du musst halt nur sagen, wohin, dann fahren wir da wieder hin. Ja. Weil nicht, dass ich jetzt meinen Auftrag behalten will. Ich mach grad voll die Scheiße, ne? Ich wend grad mitten auf der... Ist der behindert? Ich wend grad mitten auf der Straße und der fährt einfach voll in mich rein. Jetzt hupen alle. Ups. Ich meine, es war... Mein Frachtmarkt funktioniert! Ja! Leute, ich habe mich 10-mal jetzt eingeloggt hintereinander quasi und endlich funktioniert mein Frachtmarkt! So ist das geil. Wie geil ist das denn? Okay, jetzt einmal wieder Option. So. Hat er wohl doch was, also es war, es Schicksal ist quasi. Ja, ja, das war alles so geplant. War, das sollte so sein. Ja. So, Dortmund. Mein Preis pro Stück. Okay, na, das ist Schwerlast, ne? Das mache ich nicht, will nicht nochmal gekickt werden. Boah, das ich muss jetzt meine Kohle wieder reinbringen, ja? Ja, aber du musst erst mal sagen, wohin du hast, sonst vielleicht... Ja, genau. Ich würde sagen, hast du was nach Stuttgart? Das ist echt, das ist weit. Wir können auch was Kürzeres nehmen, dann würde ich Bremen sagen. Kannst du aussuchen, entweder Bremen oder Stuttgart. Und was ist, wenn ich beides nicht hab? Das wäre ärgerlich. Ja, ist gerade so. Ist echt so? Oh mein Gott, okay, hast du Berlin? Mhm. Was auch noch weiter weg? Nö. Was auch nicht? Hast du Straßburg? Hilfe. Sag du mal, was du alles hast. Ich hab, warte, ich hab Bremen, Stuttgart, Berlin. Also aus Dortmund, ne? Du musst schon. Ja, aus ja Dortmund. Klar, ist schon ja, klar. Ja. Ja, wenn man sich Spieler spielt zum ersten Mal. Okay, also Bremen, Stuttgart, Berlin, Straßburg. Rotterdam, Dresden, nochmal Straßburg, Bystrykau, Skrischen, keine Ahnung. Okay. Hamburg, Bremen, Krakow, Paris, Hamburg, Rotterdam. Hallo? So viele Städte gibt's doch gar nicht. Ja, was denn? Ja, musst dir was aussuchen. Ach so, ja, ja, ich hab Hamburg hab ich und Paris hätte ich davon, was du jetzt aufgezählt hast. Hamburg oder Paris? Habe ich Paris gesagt? Ja, so. Ich hab halt ganz andere, ich hab Lyon, Alter, Amsterdam. Alter, das ist aber viel zu weit weg. Das ist, für die Folge geht schon so lange. Machen wir Hamburg. Machen wir Hamburg. Ich hab halt echt fast gar nichts. Also halt ich irgendwie... Ich hab voll viel gerade in Dortmund. Ich hab zwei viel. Seiten, drei Seiten gehabt, glaube ich. Aber halt komplett irgendwo anders hin, Alter. Der wäre fast in mich reingefahren. Und jetzt fahre ich hier müssen über... Digga. Ich bin jetzt gerade noch Position in Q43, aber bis ich meinen Anhänger erstmal abgeholt habe, ja, funktioniert das schon. Problem.
Jetzt kann ich ja gar keine Lichttupe machen. Ah, ich bin jetzt schon 15. Ja, das läuft schon. Fernlicht kann ich gar keine Lichttupe machen. Yep, das ist korrekt. Das ist ja voll der Scheiß. Also heute erste Chaos-Folge. Ja, das war gerade echt richtiges Chaos bisher. Ich muss, das ist... Ich weiß nicht. Was soll das? Ich muss... Bei mir ist es aber nicht so komisch. Wenn ich das einmal mache, ist es... Immer... Warte, ich... Weißt du, was ich jetzt mal mache? Force Feedback. Zack. Und jetzt mache ich diese Stärke einfach überall diese ganzen Felder nach ganz unten, nach ganz links. Darf ja eigentlich nichts mehr passieren. So, und der Haken wieder weg. Das, selbst wenn es sich aktiviert, ja, oder denkt, theoretisch es wäre aktiviert, schon, ja, dürfte da nichts passieren. Junge, wo bin ich denn hier? Oh Gott. Hier kann ich gar nicht durch, ich muss außen rumfahren. So. Da hinten steht man an. Hä, wo bin ich denn hier? Krass. Dachte ich, also Leute, durch. Hier auf meinem zweiten Kanal, gerade jetzt aktuell F1 und Euro Truck Simulator. Vielleicht kommt da mal wieder eine Folge Notruf 112 oder so zwischendurch, weil ich habe jetzt echt unnormal Bock gerade wieder auf meinen Zeitkanal da irgendwie Videos zu machen und da kommt auf jeden Fall nichts täglich oder so, aber ein paar Videos oder so pro Woche werde ich da auf jeden Fall auf meinem Zeitkanal machen. Das wird ziemlich cool. So, ich hole jetzt meinen Auflieger ab. Wie viel da bist du oder bist du schon drauf? Ich bin schon drauf. Bist du drauf? Perfekt. Und wo musst du hin? 48 Kilometer fahre ich jetzt gerade wieder Richtung Dortmund. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich sogar komplett in Dortmund ist, das weiß ich nicht. Aber ich. Bist du wieder da, wo du vorhin den Auftrag angenommen hattest? Ja, da war ich gerade und ich fahre die Strecke quasi wieder Richtung Dortmund zurück. Okay, vielleicht kommst du dann hier an mir vorbei. Das wäre ganz witzig. Vielleicht hole ich ja genau bei dir auch meinen Anhänger. Ja, das bezweifle ich zwar. Warum? Ich glaube, so weit war das nicht. Alter, mein Lenkrad. Was war das? Ich fahre gerade 141, Junge. 142. Ich wusste gar nicht, dass die Dinge so schnell sein können. So, Warnblinker und hier rechts ran. Vielleicht kommst du mir entgegen. Müsstest eigentlich von da oben kommen. Okay, Leute, wir warten. Also, ich fahre tatsächlich wirklich komplett wieder nach Dortmund. Zur Stadt. Ui, und das hat Schaden gegeben. Aber alles gut, alles gut. Alles tipptopp. Ja, aber in der Stadt sind auch so richtig viele, ne? Das ist auch so ein Chaos. Ich meine, wenn wir wahrscheinlich rausfahren, dann ist es nicht mehr so schlimm. In Hamburg kann... Ah, da kommst du. Ich hab's ja gesagt, du kommst entgegen, Alter. Wow. Ja, aber ich fahr an dir vorbei. Ja, ich weiß, ich dreh. Ich sperre dir jetzt ein bisschen die Straße, ne? Kein Problem. Nice. Oh. Ja. Oh, bremsen. Oh, ich hab's noch geschafft. Ja, gut, Leute. Der andere ruft auch schon wieder, da bist es du. Nee, das brauch ich nicht. So, jetzt bin ich direkt vor dir. Fahr mal ein bisschen schneller. Ja, ich geb Gas, überhol mich mal. Ich weiß eh nicht, wo du hin musst. Gib doch schon Gas. Ich hab doch einen Auflieger mit 24 Tonnen, glaube ich. Oh Gott, da kommt einer. Oh Gott. Fahr rüber, ich fahr doch auch. Oh, ich habe keinen Schaden bekommen. Alles gut. Alles geplant. Ich bin sogar auf den Bordstein gefahren. Ich dachte, dass du auf meine Spur dann kommst. Nee, das war mir zu riskant. Rechts oder geradeaus? Rechts. Fahr. Ja. Mann, ich weiß doch nicht wohin. Ja, du musst rechts fahren. Dann links? Ja. Alter. Oh Leute, ich klebe am Stuhl fest. Die Ampel interessiert mich jetzt mal nicht. Digga, die Ampel muss dich interessieren. Mich interessiert sie doch auch. Und hier ist doch schon so viel Unfallgefahr. Unfallgefahr, ja, das ist kein Problem. Ah, Leute, ich halte mich an die Ampeln. Ja, sorry, ne? Das mache ich jetzt nicht. Also wenn ihr das unbedingt wollt, dass ich mich auch an die Ampeln halte, dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Aber ansonsten... Ich weiß nicht, ich habe eh genug Geld, das passt dann schon. Dann baust du noch Unfälle. Naja.
meine, okay, dir ich, können die also, Unfälle egal sein. Ich pass schon auf. Glaub mir, die Unfälle sind mehr den anderen verschuldet als mir. Naja, wenn du Dings. Walla, wo ist das Ding? Ja, aber ich, wenn du eine Ampel. Ja, aber dadurch Ampel ist ja bisher noch kein Unfall entstanden. Ah. Das entsteht auch nicht, vertrau mir. Boah, hier ist definitiv. Ey, Mann! Das hat nichts gebracht. Es ist wirklich, es ist jedes Mal, wenn ich ein Menü denn? Aufmache, muss ich. Das ist doch lame. Was hast du denn eingestellt? Hä, schon wieder? Ich hatte es doch gerade. Also, irgendwas ist bei dir noch nicht ganz koscher. Ich muss das manchmal sogar mehrere Male machen. Also, ich muss das halt einmal machen. Ey, es bleibt. Ich kann. Hä? Wieso? Verstehst du? Ich versteh's gerade wirklich nicht. Ja, weiß ich nicht. Also wie gesagt, bei mir ist es halt auch, aber halt nur einmal, wenn ich das Spiel starte und dann perfekt. Leute, übrigens, bei mir kann der Sound vielleicht nicht ganz perfekt sein. Vielleicht ist Jan ein bisschen lauter als der Spielsound und man hört den Spielsound nicht. Vielleicht ist es andersrum, aber ich glaube eher nicht. Ja, ich konnte das jetzt nicht perfekt testen. Sorry. Ich mach das so Force Feedback ein und die Fader ganz runter. So kann das Spiel gar nicht mehr denken, dass. Ja, so! Ja! Ey, wie würde ich lachen, wenn es gleich wieder nicht geht? Leute, übrigens, habt ihr das schon gesehen hier? Guck mal. Kann ich mir mal zeigen. Ich habe hier zwei wunderbare Schilder an meinem LKW. Da steht Mike Let's Play. Richtig krass, ne? Ey, mich nervt das so, dass hier so viele Leute auf dem Server sind. Es ist da eigentlich ganz geil und wenn man Livestream macht oder so, ist es bestimmt auch witzig, aber wenn wir hier gerade so zusammen fahren wollen. Ja, aber ich bin mir echt ziemlich sicher, dass wenn wir jetzt aus der Stadt ein bisschen raus, dass hier nicht mehr so viele sind. Ja, das ist schon klar. Es ist halt cool an dem Server, dass du halt schneller fahren kannst. Bei dem anderen hast du ja die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, aber selbst da durfte man schneller, als man eigentlich in echt fahren darf. Ja, aber nur 110, 90. Mehr als 110 ging nicht. Ja, stimmt, 100. Ja, aber das ist ja sowieso schon auch schon schneller. Junge, ey, der hat mich! Es gibt's doch nicht, Alter! Scheiße, ich will mal blinken und... So, auf geht's! Ich meine, ich bin halt auch einfach rausgefahren, aber dann wollte ich nach links und dann ist er auch einfach weitergefahren. Das hat ihn halt überhaupt nicht gejuckt. Skandal! So, Leute. Bin ganz sogar bei der Ampel stehen geblieben, weil ich auf On the road war. Again. On the road again, ja. Ist voll kacke, das. Oh! Achtung, da brettert dir gleich hinten einer drauf. Nee. Das war noch grün, Leute. Oh, minus 240. Hä, ich dachte, der fährt auf mich drauf. Junge, du hast mich einfach geprankt. Das war gerade ein richtiger Prank. Ich dachte, der fährt auf mich drauf und ich dachte so, hä, dann fahre ich auf die andere Spur und auf einmal war der da und dann bin ich quasi in den reingefahren. Hat er Schaden gemacht? Ja, kann sein. Ich weiß nicht, wo guckt man das nach, F7. Oh lol, jetzt habe ich die Kameraperspektive geändert. Alter, ich... Wow! Ich habe wieder mein Kabel rausgezogen. Ey, das ist doch... Mann, jetzt liege ich hier und die machen meine Frage kaputt. Ich hab das Gefühl, ich bin der Einzige, der hier versucht, richtig zu spielen. Ja, und ich außerdem, auch. Hey, der fährt auch auf mich fast drauf. Was ist denn mit ihm? Mein Anlieger und mein LKW ist so kaputt und ich hab doch kein Geld. Ich mach das hier alles real, versuch das real zu machen und muss ich jetzt schon wieder in diese Kackstadt mit 1000 Leuten rein teleportieren. Oh, du tust mir halt richtig leid, weil du halt auch wirklich kein Geld hast. Aber es ist halt echt so, wir sind fast so die... Motorfehlfunktion, ich muss mein Auto reparieren. Es sind halt echt sau wenige, die hier normal spielen. Also Leute... Das ist meine komische Aufnahme-Dings da unten links. Was habe ich gerade aus Wut gedrückt? Leute, mein Aufnahme-Ding ist normalerweise immer oben rechts, wo ich so sehe, wie alles und so, wo ich so alles sehen kann. Und das ist jetzt plötzlich einfach unten links. Was habe ich gedrückt? Oh Mann... Leute, los geht's. Mein Anlieger hat jetzt zwar immer noch so viel Schaden, aber hey. Meiner hat null. Kann ich halt nicht reparieren. Zum Glück. Also beim nächsten Mal gehen wir tatsächlich auf einen anderen Server, das kann ja nicht sein. Das kann echt nicht sein. Digga, guck doch, wo du langfährst!
hier sich richtig aufregt. Ich finde das irgendwie witzig, aber nächstes Mal gehen wir echt auf einen anderen Server, weil das ist schon nervig. Das ist richtig nervig, vor allem weil du, wie gesagt, doch kein Geld hast. Am Anfang der Aufnahme hatte ich 130.000, jetzt habe ich noch 96.000. Leute, wir wollen doch nur eine kurze Strecke nach Hamburg fahren. Ja, es dauert, die Folge dauert halt echt richtig lang, weil wir hier nicht fahren können. Also es gibt echt manche, die normal fahren. Es gibt auch welche, weil ich stehe jetzt hier auf der Straße und warte auf dich und hab Warnblinker, die einfach komplett normal vorbeifahren und auch, ne? Aber manche, die rasen dann halt halb in dich rein oder machen es halt tatsächlich dann mit Absicht. Ja, der hat mich halt wirklich, der ist mit weiß ich wie viel km/h gerade angekommen, von hinten oder kommst hat mich du über die Leitplanke geschubst. Ich weiß nicht, wie viel Speed man da drauf haben muss, um das zu schaffen. Ich hab's nur im Spiegel gesehen. Aber der hat mich halt einfach komplett, mein ganzer LKW war hinter... Uiuiui. Ja, mit dem neuen Lenkrad klappt das jetzt gut. Man kann auch so fahren, dass nichts passiert. Ja klar, und mit dem neuen Lenkrad klappt das jetzt bestimmt richtig gut. Ja. Ich weiß ja nicht, bist du sehr neben mir? Nee, ich bin jetzt, ich bin hinter dir. Voll weit. Also kann ich... Ja. Oh shit, was habe ich gedrückt? Ich habe mir so eine Taste gelegt, da kannst du nach links und rechts gucken. Also in den rechten Spiegel mal reingucken und dann wieder zurück. Ah, immer das mit einer Maus, aber da freue ich mich jetzt gar nicht. Da oben im Wald ist einer. Außerdem ist es total dunkel. Im Wald ist einer, was? Ach man. Ja, ich bin aber noch ein Stück hinter dir auf jeden Fall. Ich hau mal den Tempomaten hier rein. Übrigens, nicht wundern, ich habe den hier auf die Kupplung gelegt und da kann ich immer, wenn ich so nach oben drücke, den erhöhen. Das hört man dann ein bisschen, aber ja. Ach Leute, jetzt Autobahnkreuz, hier ist viel los. Och nee, ich wollte gerade sagen, jetzt fahren wir mal Richtung Autobahn. Alter, hier steht einer mitten auf der Auffahrt. Achtung, ich geb gleich um. Gas geben. Aber weg hier. Also ja. Stadt Dortmund. Weg. Vielleicht ist es auch nur in Dortmund, ich weiß es nicht. Radarkontrolle steht hier. Aber gut, dass du mich gewarnt hast. Das hat mir ein bisschen was gebracht. Ganz links rüber übrigens. Ich bin ganz links. Boah, ich wollte echt gerade sagen, dass wir jetzt endlich aus der Stadt raus sind. Jetzt stehen hier schon wieder welche. Richtig crazy. Ja, ich habe nichts dagegen, wenn hier... Oh, hinter dir ist einer. Ja, der will, glaube ich, du musst immer rechts rüber fahren. Macht der Beef. Hier vorbei. Ja, ich kann halt nicht schneller fahren. Mehr geht gerade noch nicht. Achtung. Bitte ihn nicht. Alles gut gegangen. Ich muss hier jetzt erstmal ein bisschen beschleunigen hier mit dem Auflieger. Oh Leute, endlich aus der Stadt raus. Alter, war das gerade crazy. Die Folge wird halt echt lang gehen, nur wegen diesem Zeugs hier gerade. Oh, halt. Ich habe gefunden, was ich gedrückt habe. Wodurch das gewandert ist. Das war F7, wo ich mich mit abgeschleppt habe. Ah, dadurch ist mein Aufnahmefenster so rübergedingst. Junge, hier passt nicht so viel. So. Ach krass, aber auf was? Wie schnell fährst du gerade? 120. Krass, du kannst 120 meiner. Warte mal. Ich kann 150, glaube ich. Aber ich beschleunige halt noch nicht. Ja, bist du nicht mehr hinter mir? Also, doch, aber ich hatte gerade mein Tempomat an und okay, jetzt bin ich gerade bei 120. Also ich bin jetzt bei 130. Der Tempomat geht höchstens auf 150. Das ist das Tempolimit hier. Also mehr kann ich nicht gehen. Jetzt bin ich gerade bei 130, also... Mein LKW ist ja auch ein bisschen besser. Ja, ich verliere gerade ein bisschen Geschwindigkeit. Ich kann auch ein bisschen warten auf dich, wenn du willst. Komm, ich mach mal ein bisschen langsamer hier. Ein bisschen die Motorbremse reinhauen. Auf A1, auf geht's. Ach Gott. Oh, Hauptsache wir werden nicht geblitzt. Also dir ist es ja egal, aber mir nicht. Ich will nicht noch mehr Geld verlieren. Ich bin ja froh, durch den Auftrag hier gleich Geld zu verdienen. Ja. Kannst aufs Gas drücken. Ich hab volle Pulle wieder drauf gegeben. Uiuiui. Kurve. Ja, ich fahr jetzt extra noch ein bisschen links, das finde ich ein bisschen schwieriger wird. Ja, da zieht er an mir vorbei. Oh, hier geht's Gott. Ui, alles richtig gemacht. Ah, das Lenker, das war gut. Ja, jetzt ist es nice. Da drüben sind schon wieder ein paar. Sind's? Oh Gott, die haben richtig den Crash. Unfall. Bisschen Hupen hier. Hört man zwar gar nicht. Oh Gott, ich muss vom Gas gehen.
Nee, ich riskiere das. Achtung, langsamer LKW vor uns. Einspurig. Fahr rechts auf der gestreiften. Hier gibt's nichts gestreiftes. Ja, ich seh's gerade. Oh Gott! Jetzt werdet ihr ja noch langsamer. Was macht ihr denn? 60 fahre ich nur. Fährt er rüber? Ja. Ja, aber. Okay, wieder beschleunigen. Ja, ich auch. Und hier hinter uns ist ein Auto. Achtung. Achtung, du schneidest das Auto. LOL! Ja, wo fährt er denn? Ja, er wollte dich rechts überholen, dann bist du rechts rübergefahren. Ja, rechts überholen, rechts überschmolen, sagt er. Ja, aber er wollte rechts überholen, dann bist du rechts gefahren und dann ist er halt, musste er ausweichen. So, komm, jetzt beschleunigen. Ich überhole dich jetzt links. Leute mit ihren Kackautos, ey. Ich kann hier ein bisschen besser beschleunigen als du. Ach, Leute. Jetzt zieht er aber, ne? Der da vorne. Ja, dann wollte uns da beim Einspringen ausbremsen und jetzt fährt er weg. Das war mit Absicht. Alter! Pass mal auf! Alter! Ich muss bremsen! Wieso fährst du rüber? Das ist verrückt! Sorry! Oh mein Gott, ich hab dich nicht gesehen! Ich habe in den Spiegel geguckt, aber es ist halt zu dunkel. Ich dachte, das passt schon. Nee, du warst noch lange nicht vorbei. Richtig. Fahr mal links rüber. Ah, du überholst jetzt einfach rechts, kein Problem. Nee. Nee, passt schon, mach. Links. Ich habe gerade nur Windschatten wie in Formel 1 versucht zu überholen. Sorry. Ups. Zum Glück hast du reagiert. Es war halt, ja, ich dachte halt, ne, ich bin schon vorbei. Das im Spiegel leider nicht gesehen. Ja, es ist einfach dunkel, man sieht es halt einfach wirklich. Dann dachte ich halt, komm, fahr einfach rüber, ne? Guter Plan. Wieso ist es ja eigentlich die ganze Zeit Nacht? Ja, es ist voll komisch. Also wir sind jetzt auf dem Server schon über eine halbe Stunde links. Oder so. Ja, ich bin links. Ja, nochmal weiter links. Ich muss rüber. Ja. Ich muss rüber hier, ne? Oder. Kann ich links fahren? Nein, Spaß. Ja, ein bisschen rüber. Bisschen pranken hier. Oh, jetzt zieh da an. Ui. Hä, wieso bist du schneller? Was war das? Wieso bist du schneller als ich, WTF? Junge. 80 km/h darfst du hier nur fahren. Muss ein bisschen langsamer, Mike. Boah, Junge! Wie du voll rechts wärst. Hä? Ich fahre ja jetzt nicht. Das hat man gesehen. Das war in der Aufnahme. Du warst knapp über der Spur. Das war ein bisschen crazy. Ah, du hast genug Platz. 143 km/h. Boah, krass, hä? Wieso bist du so schnell? Ich glaube, meine Fracht wiegt einfach auf. Quasi nichts. Ja, das kann ich. Weiß gar nicht, was ich hinten drauf habe, aber ich glaube irgendwie 8 Tonnen oder so stand da. Wow, ich habe 24. Boah. <Wow. lacht> Das ist Dreifache einfach. Nice. Bisschen Reifen warm fahren. Ja, Formel 1. Wer es noch nicht gesehen hat, Formel 1 Video, müsste schon draußen sein. Playlist bei also dir. Ist auf jeden Fall. Ja, schon die drauf. Erste Folge auf jeden Fall, aber es sind schon ein paar mehr Folgen. Also Playlist bei beiden Kanälen in der Infokarte. Bist du eigentlich hinter mir? Ich sehe dich auf der Map ja, gar nicht. Ich bin ein bisschen weiter, ich fahre nicht so schnell wie du. Holla, wie schnell fährst du denn gerade? 126. Was? Kannst du nicht schneller fahren? Nee, er schafft's nicht. Lul, sag doch was. Ich probiere, ich dachte ja, er beschleunigt, aber er schafft's nicht gerade. Dann stelle ich mal mein Tempomat auf 126, würde ich sagen. Zack. Einfach dreist auf 127 gestellt. Ja, ich habe auch 128. Ui, okay, dann holst du langsam auf. Ja, komm, ich nehme jetzt die Ideallinie. Die Ideallinie hier, Leute. Aber krass, der Typ, also ist der irgendwann abgefahren oder ist der einfach der ist schneller? Abgefahren. Ah, okay. Freie Bahn hier vor uns. Boah, verrückte Folge, so langsam. Ja, es legt sich jetzt langsam. Es war auf jeden Fall richtig crazy.
So, ich habe noch Sprit für 1221. Aber jetzt wird's so langsam Tag wieder. Stell mal das Licht aus. Nee. Ja, ich werd gekickt, scheiße. Ups. Wo hast du gekickt? Nee, steht er immer da, 15 Sekunden. Aber man darf das Licht noch nicht ausmachen. Ah, ein bisschen entspannter hier. Oh, ich sehe schon die Ausfahrt. Ist schon, sind wir schon da? Oh Gott, nee, wenn jetzt in Hamburg auch so viel los ist. Ich erkunde Hamburg für dich jetzt. Ja, ich bin noch hinter dir. Oh, bremsen. Nee, ich sehe das gar nicht ein. Wahrscheinlich. Oh Gott! Also, weil ich wow! Langsam bin. Ja gut. Ich hab nicht gebremst, ne? Wer bremst, verliert. Ja, in dem Fall, wer nicht bremst, verliert. Oh, das ist ein Ampel. Kann ich jetzt hier rückwärts oder muss ich mich zurücksetzen? Bist du nicht umgekippt? Nee. Iuiui. V. Differentialsperre, was will der von mir? Ich setz mich zurück. Ich müsste ja eigentlich dann in Hamburg sein, ne? Ja, nach Hamburg. Frech teleportiert sich einfach. Ja, ich bin halt zwischen zwei Leitplanken gewesen jetzt. Und ich konnte mich nicht mehr so richtig geil bewegen. Krasser Scheiß, die Folgen werden länger als ich dachte. Wird's doch irgendwie so halbe Stunde Parts oder noch länger. Die Folge noch länger. Ja, die Folge, da geht's jetzt auch ab. Ja. So, reparieren wir hier mal. 15.000. Können wir mal reinschreiben, ob wir das dann irgendwie, ob wir das jetzt quasi auch irgendwie das nächste Mal so eine Fahrt teilen sollen oder ob wir eine Fahrt immer ganz hochladen, egal wie lange es dauert. Mehr oder weniger, klar können wir cutten, wenn irgendwas nicht klappt oder so, aber wenn wir dann auf der Fahrt tatsächlich sind, ob wir das dann auch cutten sollen, also naja, halbieren quasi. Ah, ich hab vergessen, dass ich in die reinfangen kann. Ich war gerade, ich bin gerade so behindert, ne? Ja, wir haben ja, das wollte ich noch sagen, wir haben ja aber immer ein Thema dann, ne? Also, wenn wir da diskutieren, dann passt die Sache schon. Ich war gerade in dieser, dass man halt sich nicht gegenseitig rammen kann, in dieser Zone halt. Dann bin ich rausgefahren und dann bin ich in den reingefahren, weil ich nicht gedacht habe, dass ich den ja rammen kann. Ich bin halt einfach komplett weitergefahren. Immer im Rahmen der Mike Kennedy. Sorry. Also die erste Folge heute, sorry, die war echt chaotisch jetzt. Wird beim nächsten Mal besser. Und wir müssen, das ist Pflicht, ne? Wir müssen hier, wohin willst du die Ladung stehen haben, machen. Ich verpflichte dich jetzt dazu. Das ist für die Folge zu lang, meine ich. Oh, das kann... Und vor allen Dingen nicht mit so vielen Leuten, das nervt richtig. Das kannst du nicht bringen, du musst das machen. Doch. Nein, das meine ich. Leute, er streikt einfach, was soll das denn? Also ich mach das auf jeden Fall. Irgendwann mache ich das auch noch, aber jetzt nicht. Leute, könnt ihr bei mir vorbeischauen, wie ich einparke. Ganz witzig. Eh, du Raudi. So, jetzt noch einmal zurücksetzen, dann sollte es passen. Und ich muss unbedingt schlafen auch hier im Spiel. Bin echt müde. So. Wir sind ja... Ah, warte. Hier ist es. Zack. So. Absatteln hat auch geklappt. Perfekt. Ah, du bist auch hier. Hi. Ich hab mich vorgehackt. Zufriedenstellend. Passt, ist doch perfekt. Ah, ich mach einfach so. Zack, ist mir doch egal. Beschädigt. Auftrag erfüllt. Beschädigt. Deine Mama ist... dieser Huren... Idiot. Einfach nur. Ja, war ein Idiot. So, dann fahr ich nochmal hier. Gesamt 0... EP verdient, danke sehr. Das ist richtig gut. Das war geil. Mir wurde gerade nichts abgezogen, bevor ich über die rote Ampel gefahren bin. Geil. Junge, da hinten haut's einen hoch. Was ist das denn? Richtiger Raudi. Ich war gerade ein richtiger Raudi, aber ich muss jetzt ganz schnell hier noch meinen LKW nochmal reparieren. Und dann mal eine Runde schlafen, dann war's das hier endlich von dieser Folge. Das ist ja eine crazy Folge gewesen hier. Na, ich würde sagen, ich bedanke mich erst an dieser Stelle schon mal fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao, ciao.